auch. Schön, dass ihr wach seid. Hier sind die Vorzocker-News. Am Dienstag wurde wieder einmal der Deutsche Computerspielpreis vergeben, dieses Mal in München. Natürlich wieder mit einer pompösen Gala, die von Barbara Schöneberger moderiert wurde. Und natürlich schmückte sich auch dieses Mal die Veranstaltung mit diversen Promis und Politikern. Ich hab's mir angeschaut, also ich war auch eingeladen, bin aber nicht hingefahren. Ich hab's mir zum Teil im Stream angeschaut, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es war auch wieder teilweise echt cringy. Also wenn da irgendwie Eva Pattberg, die einfach als Model da als Laudatorin irgendwie eingeladen wird und da hingeht und natürlich erzählt, ah, sie hat ja auch mal in ihrer Kindheit Tetris gespielt. Ey, ganz ehrlich, mir fehlt da immer so ein bisschen die Authentizität. Aber gut, der Preis, der Deutsche Computerspielpreis, wurde natürlich in 14 Kategorien vergeben und als bestes deutsches Spiel wurde Widget von Barrel Roll Games gekürt. Dafür haben die auch 110.000 Euro Preisgeld bekommen. Insgesamt wohlgemerkt gibt es 560.000 Euro Preisgeld, die abgeräumt werden können auf dem Deutschen Computerspielpreis. Das ist eine ganze Menge. Widget hat aber auch noch mehr gewonnen. Die wurden nämlich auch bestes Jugendspiel und haben dafür nochmal 75.000 Euro plus 40.000 Euro Medienleistung bekommen. Und sie sind auch als bestes internationales Multiplayer-Spiel prämiert worden. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich nicht nur überrascht, sondern da setze ich mal irgendwie ein großes Fragezeichen dran, denn internationales Mehrspielerspiel, da gibt es, glaube ich, eine ganze Menge von Splatoon bis Call of Duty, keine Ahnung, wo ich sagen würde, bei aller Liebe zu Widget, ich glaube schon, dass die ein bisschen besser sind und vielleicht auch von deutlich mehr Leuten gespielt werden. Aber gut, das ist eine Entscheidung, die die Jury getroffen hat. Da habe ich nichts mit zu tun. Ihr könnt aber gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Übrigens, die Jury hat natürlich nichts zu sagen gehabt beim Publikumspreis. Den haben die User bestimmt, wer da gewinnt. Und das ist dann Elix geworden vom Essener Studio Piranha Bytes. Herzlichen Glückwunsch. Wer noch nie PlayerUnknown's Battlegrounds gespielt hat, aber das irgendwie schon immer mal ausprobieren wollte, hat demnächst kostenlos die Möglichkeit dazu, allerdings nur auf der Xbox, denn bei den Free Play Days kann man das Ganze kostenlos ausprobieren. Am 19. April um 21:01 Uhr ist Start der Kostenlosphase, die endet dann am 22. April um 20:59 Uhr. Dafür müsst ihr euch natürlich einfach nur die Testversion aus dem Microsoft Store auf eure Xbox runterladen. Ihr braucht wohlgemerkt eine Xbox Live Gold Mitgliedschaft und solltet ihr euch danach entscheiden, die Vollversion zu kaufen, behaltet ihr natürlich sämtliche Fortschritte. Der Termin für die BlizzCon 2018 steht fest, das heißt am 2. und 3. November findet das große Blizzard-Fantreffen wieder im Anaheim Convention Center statt. Natürlich wird es dort auch wieder eine ganze Menge Neuankündigungen rund um Blizzards Spiele geben, also von Overwatch über Diablo bis StarCraft und Hearthstone und WoW und was weiß ich nicht alles. Wer hinfahren möchte, für den startet am 10. Mai um 4 Uhr morgens der Ticketverkauf. Eine zweite Verkaufsrunde wird es dann am 13. Mai um 7 Uhr geben. Das Ganze kostet dann $199, das sind ungefähr so 160 Euro, so Pi mal Daumen. Das Ticket gilt dann wohlgemerkt für beide Veranstaltungstage und es gibt auch ein Goodiebag. Zu Yokai Watch gibt es ja bisher erst 3 Spiele, allesamt für den 3DS, wobei auch erst 2 davon hier in Deutschland erhältlich sind. Aber jetzt kommt die Ankündigung zu Teil 4 und der Teil soll für die Switch kommen. Jawohl! Der Chef von Level 5, nämlich Akihiro Hino, so heißt er, verspricht dabei ein super extrem erweitertes Gameplay mit Mechaniken, die uns überraschen sollen. Naja, das Ganze soll schon 2018 kommen, wobei auch das wieder so mit Vorsicht zu genießen ist, denn ich denke mal, dass das ein rein japanisches Erscheinungsdatum ist. Derweil hat
Atlus Atrian Odyssey X für den 3DS angekündigt, allerdings auch das vorerst nur für Japan, da erscheint es dann am 4. April. Natürlich werdet ihr wieder in unzählige Labyrinthe geschickt, dieses Mal auf dem Kontinent bzw. im Land Lemuria, und man wird dabei zwischen 19 Charakterklassen wählen können und eine davon wird wohl ganz neu sein. Also für alle Fans von Atrian Odyssey X sei übrigens auch nochmal gesagt, das ist der absolut letzte Teil, danach soll es keinen weiteren mehr geben. Mike und Cookie haben A Way Out gespielt, und zwar bei Mike im Garten. Der erste Vorzocker-Außendreh. Beim zweiten Video, was am Montag kommt, gibt es dann auch eine Kamera dazu. Und in der Sprechstunde haben die Jungs über Supermärkte geredet, wo sie gerne hingehen und was sie darin toll finden. Also, wenn euch das interessiert, klickt mal die Videos an.